Und im Nachtstudio, nun in deutscher Erstaufführung, der amerikanische Spielfilm »Ein Stern in meiner dunklen Nacht«. Nur so viel zum Inhalt, liebe Zuschauer. Ein blinder Student versucht seine Behinderung zu überspielen, bis eine junge Frau eine Wende in sein Leben bringt. Eric Till hat diese bittersüße Liebeskomödie 1981 inszeniert. Übrigens, dieser Film wird in 2-Kanalton ausgestrahlt.